Was für Bilder! Am 10. September begleitete Wismar TV die Pöhler Kogge Wissemara auf einer Ausfahrt. Unsere Kollegen produzieren gerade einen Imagefilm für den Traditionssegler, ein Wahrzeichen der Hansestadt Wismar und neben der Pommernkogge Okra die einzigen Nachbauten von Hanseschiffen in Mecklenburg-Vorpommern. In unserem Film geht es vor allem um die engagierte Arbeit des ehrenamtlichen Teams, die auf der Wissemara für die Gäste aus aller Welt da ist, ihnen die Kogge erklären und auch zeigen, wie man das stolze Segel einer Kogge wieder einholt. Das Schiff ist dasjenige, was mich hält, sagen wir mal, ne, hier. Denn es ist nun auch was Einzigartiges, zumindest für Wismar. Wir haben zwar in Lübeck die Lisa von Lübeck, wir haben die Kieler Kogge. Es ist ja gut, dass die Wismarer sich, sagen wir mal, irgend vor vielen, vielen Jahren entschlossen haben, so etwas mal nachzubauen. Zumal wir das Glück hatten, dieses Wrack, das ja so gut erhalten war und sehr gut dokumentiert wurde. Und da ist tatsächlich, sagen wir mal, auch mit viel Herzblut dieses Schiff entstanden. Und so ein altes Holzschiff in dieser Form, wie es existiert, das hat irgendwie was. Ne? Das hat eine Seele und da macht gerne mit und tut auch so mal alles Mögliche, damit so mal, das noch im nächsten Jahr noch irgendwie weiterfahren kann. Der Film wird im Laufe des Septembers bis in den Oktober hinein produziert. Er wird dann auf der Internetseite des Fördervereins Pöhler Kogge zu sehen sein. Auch unsere Sender in Mecklenburg-Vorpommern werden den Film ausstrahlen. Wir sagen jetzt schon mal Danke. Es macht Riesenspaß, einen Film über eine Kogge zu produzieren. Wir sind stolz, an Bord zu sein.